Geist. Ich wunderte mich, dass ich auf diesem Friedhof einen Geist sehe. Seitdem ich den Angler Jack geholfen habe, beherrsche ich die Geistersprache. Ich werde versuchen, dem Geist zuzuhören. Er erzählte mir, dass er in einem Feuer in seinem Haus in der Stadt starb. Er hinterließ eine Tochter namens Mary, die jetzt weise und verarmt ist. Er bat mich, sie zu finden und ihr mitzuteilen, dass unter dem niedergebrannten Haus einige Münzen versteckt sind. Hast du ein Stück Brot für eine Waise, bitte? Ich fand Mary, die auf dem Marktplatz bettelte. Ich bot ihr meine Hilfe an, wie ich es ihrem Vater versprochen hatte. Ich bat sie, mich vor ihrem niedergebrannten Haus zu treffen. Ich erzählte Mary, wie ich den Geist ihres Vaters traf. Sie dachte, dass ich lügen und mich über sie lustig machen würde. Ich wollte ihr beweisen, dass ich die Wahrheit sagte, also erzählte ich ihr von dem Gold unter dem Haus. Was? Du hast nicht gelogen. Ich kann es nicht glauben. Ich sollte Mary die Münzen geben. Sie wird nie wieder betteln müssen. Mary bedankte sich und gab mir einige der Münzen. Der Geist war froh, dass ich seine Tochter geholfen hatte. Nun kann er in Frieden ruhen. Mein Streitkolben wurde im Kampf zerstört. Ich konnte die Untoten besiegen und ich hatte Glück und fand ein wenig Gold. Diese Untoten waren scheinbar reiche Leute. Noch mehr Untote sind zerschlagen. Ich habe den verwirrten Knecht des Gutbesitzes gefunden. Er hatte sich hinter einem Stein beim Friedhof versteckt, als er die Untoten sah. War er zu verängstigt, um zu fliehen. Ich werde ihn nach Hause zu seinem Herrn bringen. Der Gutsbesitzer bat mich nach seinem Knecht, Hammer. Ich brachte den Knecht zurück zum Gutsbesitzer. Hoffentlich ist er das nächste Mal vorsichtiger. Der Gutsbesitzer war froh zu sehen, dass sein Knecht gesund und munter ist. Aus Dankbarkeit lud er mich zum Abendessen ein. Ich muss sagen, dass es eine Weile her ist, seitdem ich so gut aß. Ja. Ich brauche die Hilfe einiger geübter Krieger, um diese Gruppe von Untoten zu besiegen. Oh nein, dieser Angriff war ein Fehlschlag. Unsere Soldaten setzten den Trank nicht
zeitig genug ein und die Untoten spießten ihn auf. Ich verlor mein Schild, als ich ihm zu Hilfe eilen wollte. Es war ein harter Kampf, aber ich habe gewonnen. Hallo, Fremde. Suchst du nach wertvollen Dingen? Dieser Friedhof ist voll davon. Ich werde diese Gräber öffnen. Ich sage dir, sie sind voller Gold. Diese Gruft wollte ich ausrauben. Oh, das kostet mich Ruf. Naja. Hinter dem Friedhof steht eine seltsame dunkle Gruft. Vor ihr steht ein schwarzer Magier. Er ist schuld an all den Untoten auf dem Friedhof. Ich muss ihn ausschalten. 5 Krieger. So, wie viel Geld haben wir denn jetzt? So, Runde 3000 immer noch. Okay. Vielen Dank, mein Junge. Ich hatte Angst, alleine dorthin zu gehen. Sie gab mir 2 Beutel voller Gold. Das ist ein guter Lohn. So, Herr Juwelier. Sicherheit keine 5 Äxte mehr. Nein, das behalten wir noch. Wir haben jetzt ja die 5000 geknackt. Juppie! Gut, dann wollen wir uns jetzt mal diese 5 Krieger hier holen. Jetzt können wir ja auch wieder Geld ausgeben. Nehmen wir jetzt mal 20. So, und dann da hinten holen wir uns auch gleich noch ein paar Jäger. Damit wir ein bisschen Armee hier am Start haben. Okay, dann ran an die Knochengerüste. Seid tapfer, meine Soldaten. Vernichtet die Skelette. Ah. Erhebt euch, meine Diener. Es war ein wirklich harter Kampf. Die Skelette kamen
mit dem schwarzen Magier zu Hilfe. Die Skelette kamen dem schwarzen Magier zu Hilfe. Auch wenn die Soldaten tapfer kämpften, waren sie doch zu schwach und ihre Zahl unterlegen. Zum Glück konnte ich im richtigen Moment einen schweren Schlag ausführen und der schwarze Magier ging zu Boden. Sofort durchsuchte ich seine schwarzen Knochen. Ich fand jede Menge wertvolle Dinge und einen weiteren Runenstein. Okay. Das war der erste. Noch, nee, noch. Ein Päckchen aus der Stadt. Hast du Päckchen? Dankeschön. Päckchen. Genau. Von Frau. So. Da, haben wir auch alles. Und ran. Soldaten. Angriff. Bewegung. Alarm! Kämpft, ihr Faulnichtnutze! Hurra, wir haben gesiegt! Sieg, wir vernichten die Goblins. Über diesen Kampf wird man noch lange sprechen. Jupp. Aber wir waren nur in einem Runenstein wichtig. Zum Glück trug der Goblin-Medizinmann einen bei sich. So, dann fehlt uns jetzt nur noch eine. Angriff auf die Skarex. Was fehlt uns? Heiltränke. Das war doch hier irgendwo, ne? Ja, wir könnten in Fisch bezahlen. So vorab. Angriff! Tötet die Echsenmenschen! Hurra! Sieg! Hurra! 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 Es war ein glorreicher Kampf, den wir niemanden so schnell vergessen. Die Skarex waren starke und geschickte Krieger. Wir siegten. Doch wir verloren viele Männer. So, da haben wir den letzten Runenstein bekommen. Ach, und jetzt können wir hier angeln. liegt hier noch mehr? Nee, sieht nicht so aus.
Okay, dann müssten wir noch mal auf. Und besorgen wir uns noch ein paar Dolche, um sie zu verkaufen. Wir müssen auch nicht unbedingt Ziegenschwerter mit uns tragen. Auch benötigen wir nicht mehr unbedingt 6 Bögen. Okay, gut, die Pfeile lasse ich jetzt mal. Aber wir benötigen einen neuen Schild. So, dann feuern wir noch einmal. Ach komm, da haben wir noch 11. Na, was soll's. So. Ruhen wir uns noch einmal aus.